Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 44. Wir stehen hier vor dem neuen Haus von Jens, Alina und ihren Familien. Oh, Lotte hat Level 2 der Fantasie erreicht. Das ist schön. Es ist ein modernes Haus. Das heißt ein Doppelhaus. Es sind zwei Häuser. Daher bekommt jede Familie ein eigenes Haus. Ich werde mal den Erwachsenen ihre Betten zuteilen. Ich dachte mir, Jens Familie wohnt da links. Und ich habe so... Oh, sie hat das schon beansprucht. Das ist in Ordnung. Ja, und Jens hat das auch schon beansprucht. Ah, das sind ihre alten Betten. Warte mal, da passiert gerade was. Alina, ist die jetzt in den Wehen? Samuel hat Panik gemacht. Nö, anscheinend noch nicht. Mal gucken. Schwanger, in den Wehen. Doch. Also gut, dann lassen wir sie das Kind kriegen. Alina, geh mal hier hin zum Kind kriegen. Oder will sie es in dem... Ja, sie will es offenbar bei Familie Jens kriegen. Auch nicht schlimm. Ja, wunderbar. Jo, ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit mal kurz da das Obergeschoss angucken, solange Alina mit dem Kind beschäftigt ist. Vielleicht war die schon eine Weile in den Wehen. Ein Junge, okay. Ich wollte den irgendwie altmodische Namen geben, die ich eher nicht bei Jennys Kindern verwenden werde. Und darum dachte ich, ich nehme mal Franz. Bestimmt sind die in ein paar Jahren wieder modern, aber momentan ist es wie ein altes Urgestein. Okay, sehr schön. Ja, dann... Fütter doch mal dein Baby und liebkose es. Komisch, am Anfang kommen die immer nicht an ihre Babys ran. Füttern und liebkosen. Und dann werde ich mal das Babybett umstellen in das andere Haus. Ah, und hier bringt Yuki... Die kleine Lotte schon ins richtige Bett. Das ist doch wunderbar. Obwohl, ich lasse die sowieso gleich altern. Und dann ist es auch egal, in welchem Bett die, in welchem Babybett die sind. Ja. Das hast du gut gemacht, Yuki. Also hier sind die Kinderzimmer. Die haben jetzt getrennte Kinderzimmer, je nach Familie. Hier läuft die Trennung der Häuser. Da haben sie jeder ein Bad. Und hier ein Schlafzimmer mit Wiege. Yuki scheint müde zu sein. Nun, dann leg dich ein Weilchen hin. Es ist ja auch schon Abend. Und Alina, du kannst dein Baby einfach mal altern lassen. Und dann sind wir auch dabei, wenn es ein Kleinkind wird. Ja. Franz ist älter geworden. Sehr schön. Ich mach die mal alle unabhängig, damit das unkompliziert läuft für die. Oh. Ja, was für eine niedliche Mädchenfrisur. Ja. Und Alina, nimm mal jetzt den kleinen Franz und geh mal, bring ihn mal. Na, das ist doch nett, wie der Jens seinen Neffen begrüßt. Das gefällt mir. So, und der... Samuel ist einfach schon mal ins Bett gegangen.
Alina, bring doch mal den Franz ins Bett. Der kann noch nicht Treppen gehen. Oh, und der Jens liest hier. Nee, er liest nicht der Lotte vor, sondern er liest einfach auf dem Bett sitzend. Schafft ihr das jetzt? Ja. Es ist natürlich ein gewisser Nachteil mit den getrennten Häusern, aber ich denke mal, da gewöhnen die sich schnell dran. Gehen wir mal hier runter. Hier ist, jede Familie hat eine kleine Küche und einen größeren Essbereich, dass die auch weitgehend zusammen essen können. Und hier, Wohnzimmereck und Kreativeck und jeder hat einen Computer und Puppenhäuser habe ich ihnen auch gekauft. Die Wohnungen sind ziemlich baugleich. Und jetzt gucken wir mal, oh, die Yuki, die muss mal auf die Toilette ganz dringend. Da wecke ich sie mal kurz auf. Und den Jens, den lasse ich mal kochen, damit die überhaupt was zu essen haben. So, mach mal die alten Makaroni und Käse. Das essen sie immer gerne. Das ist einfach zu kochen. Oh, jetzt haben auch bei Yuki die Wehen eingesetzt. Yuki, wo bist du? Wo bist du? Ah, das geht ja flott. Ja, ja. Zack, die Fließbandproduktion. Ja, du schaffst das, Yuki. Du schaffst das. Du hast ja schon eins gekriegt. Ah, auch ein Junge. Okay, dieser Junge soll Hans heißen. Sehr schön. Ja, dann fütter ihn mal. Nee, danach darf sie ins Bett gehen. Ha, sie hat es jetzt auf Anhieb hingekriegt. Okay. Wir lassen ihn dann auch gleich danach altern, nach dem Liebkosen. So. Und Samuel und Alina, es tut mir zwar sehr leid, ihr seid doch bestimmt müde, aber ich hätte gerne, dass ihr einfach nochmal ein neues Baby macht, damit das erledigt ist. Und wir konzentrieren uns jetzt weiter auf Yuki. Ich mag dieses Haus eigentlich sehr gerne. Und ich werde dann irgendwann mal die Jenny rüberschicken, dass die denen Schlüssel gibt. Dann sind die hoffentlich auch oft zu Besuch. Und ich fand es einfach nicht schön, dass man sich dann praktisch mit denen verkrachen muss, weil da irgendein Programm dafür sorgt, dass die immer Lärm machen. Das ist ja blöde. Ja, den machen wir auch mal unabhängig. Sehr schön. Ja, und bring ihn doch gleich mal ins Bett. Ah, jetzt lernt er erstmal laufen. Ganz der Papa. Sehr schön. So, bring mal den Hans ins Bett. Jetzt, ich werde bestimmt durcheinander kommen. Der Jens kriegt es erst jetzt mit. Sein Kind ist schon klein, und er kriegt jetzt die Geburtspanik mit. Das finde ich lustig. Alina, sorry, tut mir leid, ich weiß, du bist müde, aber ich möchte gern, dass du einen Schwangerschaftstest machst. Und wenn du schwanger bist, dann darfst du schlafen. Dieses Haus ist eins der wenigen modernen Häuser, die ich gebaut habe. Na prima, wunderbar, dann darfst du jetzt ins Bett gehen.
Da unten räume ich noch mal das Essen in den Kühlschrank, damit das auch eine Weile hält. Und ich denke, dann kriegen die erstmal ihr Leben ganz gut selber in den Griff. So. Wunderbar. Jetzt ist Alina wieder ganz munter und erzählt dem Samuel erstmal von ihrem neuen Glück. Gut. Ja, ihr Lieben, lebt euch schön ein. Ja, da kommt Samuel jetzt zum Essen. Finde ich cool so. Wie die jeder ein Haus haben. Gefällt mir fast noch besser als mit dem geteilten Apartment. Es wäre halt schön gewesen, wenn diese Lärmgeschichte nicht gewesen wäre. Aber so ist auch schön. Okay, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch noch eine geruhsame Nacht. Und ich gehe mal wieder zu Jenny rüber. Jo, da sind wir wieder, mitten in der Nacht. Mal gucken. Ich steck sie mal alle ins Bett, zumindest den Tyler, der ja schließlich bald in die Schule muss. Ja. Tyler, du kannst leider nur noch ein Stündchen schlafen oder anderthalb. Oh, er hat schon Level 3 der Kreativfähigkeit erreicht. Das ist gut. Ja. Oh, und sozial hat er fast schon Level 4. Dann würde ich sagen, dann lasse ich den morgen einfach ein bisschen quatschen. Und dann hat er Level 4 und kann Einzelschüler werden, theoretisch. Max, räum du doch einfach hier mal ein bisschen auf. So, was treiben die Kleinkinder? Ja, ich würde sagen, meine Liebe. Ah, sie wird gerade in den Schlaf gelesen. Geschichte anhören. Ja. Und der Sekt ist auf dem Töpfchen. Das ist sehr gut, mein Lieber. Und dann schlafen. Ja, prächtig, prächtig. Und er hat auch bald Level 3 auf dem Töpfchen. Hey, der ist richtig gut. Er muss nur ein bisschen mehr quatschen. Okay, das ist selten, dass die bei Kommunikation hinten dran hängen. Aber das kriegen wir schnell geregelt. Und dann soll er ein bisschen laufen und hat's dann auch geschafft, der Sack. Okay. Und jetzt gucken wir noch kurz nach Alice. Die sollte vielleicht einfach auch mal ins Bett gehen. Oder mach noch mal kurz das Töpfchen sauber. Oder Max, wenn du hier Theater machst, dann kannst du das auch sauber machen. So, und aufwischen. Und die Alice, die soll mal ins Bettchen. Dann mache ich das Radio auch mal aus. So, jetzt ist schon 6:30. Dann lasse ich den Tyler noch ein bisschen schlummern. So, Tabea, geh du auch mal schlafen. Du hattest jetzt eine schöne, gute Nachtgeschichte. Und Jenny, ja, ich will die jetzt gar nicht. Ich sag eher mal, Gartenpflegen, gar nicht alle gleichzeitig schlafen lassen, denn dann rauscht das wieder so schnell durch, dass ich da ruckzuck den Tyler verpasse, zur Schule zu schicken. So. Okay, kann man nicht. Irgendwas blitzt doch hier. Die nicht? Die da blitzt. Sehr gut. So, weiterentwickeln. Tyler muss in einer Schule Stunde in die Schule. Gut, dann wird es Zeit, den aufzuwecken. Ja, das ist auch erledigt. Tyler, mein Lieber, ach, er ist fast ausgeschlafen. Das ist in Ordnung. Der soll noch mal auf die Toilette gehen. Und dann ist er fit für die Schule. Sehr gut, mein Lieber. Nee, hier ist der Schuldings. Ja. Quatschen. Quatschen soll er.
wie er da schon steht, wie ein Alter. Wo ist, treibt sich der Max rum? Die sind ja jetzt völlig vernachteult. Und er muss in die Schule, zur Arbeit, der Max. Das hätte ich jetzt fast vergessen. So. Aber der hat noch ein bisschen länger Zeit. Wann muss der? Um 10. Oh, das geht gerade noch so. Und leider hat er nicht genug programmiert und er hat auch noch nicht Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Nun ja, das wird heute also noch nichts mit der ersten Beförderung. Gut, jetzt ist für Tyler Zeit, in die Schule zu gehen. Und er macht sich auf den Weg. Sehr brav, mein Lieber. So, wunderbar. Das läuft doch fast wie geschmiert. Jenny, du bist am Arbeiten. Ja. Ah, jetzt fängt sie erst an mit dem Weiterentwickeln. Das ist gut. Und dann soll sie mal am Computer über Vampirgeheimnisse suchen. Denn ich dachte mir, vielleicht hat das Veredeln nicht geklappt, das Veredeln der des Plasmabaumablegers, weil sie sich nicht mit den Vampirsachen auskennt. Und das muss sie ja sowieso lernen, wenn der Sekt größer wird, sollte sie wissen, wie das geht. Sie sollte auch Plasmasalat zubereiten können. Und darum lasse ich sie das jetzt einfach mal studieren und die Bücher kaufen und mit etwas Glück gelingt es ihr dann auch, diese Pflanze zu veredeln. Okay. Ja, und habt ihr das letztes Mal mitgekriegt, welches Durcheinander ich mir da eingebrockt habe? Nämlich das mit dem Heiraten. Die Hochzeiten von Jens und Alina haben nicht gezählt für ihr Familienbestreben. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Manchmal rastet das auch erst später ein. Ich glaube, das ist bei große glückliche Familie. Kind heiraten lassen. Aha, und Jenny? Jenny soll zur Arbeit gehen. Die hätte ich ja jetzt auch wieder in Elternzeit schicken können. Nun ja. Selber schuld. Denke ich immer nicht dran. Alice ist ja da. So, also mal gucken. Hat nicht funktioniert. Ich mache sie jetzt wieder zur Serienromantikerin. So. Liebe. Okay. Und soll sie jetzt hier ein Buch kaufen? Noch ist... Ah ja, sie ist noch nicht so weit, das Buch zu kaufen. Noch ist keine Zeit zum Arbeiten zu gehen, aber bald. Naja, ich muss also noch ein Kind heiraten lassen, heißt das in der Praxis. Und ich habe mir, sehr gut, jetzt ist das Buch freigeschaltet, das kann sie dann kaufen. Okay, Buch kaufen. Okay. Der vierte Band, der kostet 1000 Simoleons, aber den wird sie wohl nicht brauchen. Sie braucht ja eigentlich nur die Grundlagen. Gut, jetzt soll sie noch ein bisschen was essen. Witzig war sie wieder nicht. Sie könnte hier dem Max mal einen kurzen Witz erzählen. Und dann müssen sie aber auch schon zur Arbeit. Jo. Also, wieder zurück zum Heiraten. Also, ich habe mir die halbe Nacht den Kopf zerbrochen. Lass ich die Alice heiraten? Dann müsste ich hier in dem Zimmer mal vorübergehend ein bisschen Platz schaffen für ein Doppelbett. Ansonsten würden die dann aber ausziehen und das läuft weiter wie geplant. Oder ich lasse den Max heiraten. Das würde natürlich viel mehr verändern, weil seine Ehefrau würde dann hier bei uns leben, bis der Max mit seiner, hey, ihr müsst zur Arbeit, alle beide. Ja, brecht mal schön auf. Und ich krieg hier jetzt wieder den Schnellrennen, was aber eigentlich okay ist.
Denn die schlafen ja einfach alle. Ja, noch sind sie nicht weg, darum rennt das noch nicht. Na komm. Okay. Was habt ihr für ein Problem? Ihr sollt zur Arbeit gehen, alle beide. Es ist schon 3/4 Stunde zu spät, Leute. So, jetzt. Na, jetzt haben sie es aber geschafft und es rauscht auch durch. Ich guck mal, damit die... Ah, stopp. Sein, wie man ist. Leistungsverbesserung klein, in Ordnung. Tabea, du musst mal aufs Töpfchen. Und... Ja, dem Zack gebe ich mal was zu essen. Und dann erzähle ich weiter, was es bedeuten würde, wenn der Max heiraten würde. Also, die Frau würde dann natürlich hier bei uns leben, also bei Jenny natürlich, bis der Max seine ganze Karriere fertig hat, also viele, viele, viele Episoden lang, viele Kinder lang. Das hätte aus meiner Sicht 2 Vorteile. Wegen dieser Vorteile werde ich mich wohl auch für diese Variante entscheiden. Denn erstens mal könnte die sich richtig gut daran gewöhnen. Die könnte das sehr gut lernen, wie man mit den Kindern umgeht. Könnte auch gut kochen lernen, hätte dann einen guten Level und wäre der Jenny eine echte kompetente Hilfe nach einer Weile. Das ist nicht der Fall, wenn ich immer wieder erwachsen werdende Kinder das übernehmen lasse, diese Teilzeitbetreuung. Oh, da hat sich, ist der dazwischen gerutscht, der Teller. Den muss ich da mal rausholen. Und, doch nicht. Also, Kommando zurück, alles umsonst. Gut, weiter geht's. Das heißt, die wäre wahrscheinlich nach einer Weile eine deutlich bessere Hilfe für die Jenny, als die erwachsenen Kinder das sind. Und die... Ja, Tabea, du könntest hier vielleicht nochmal mit deinem Bruder reden. Der muss noch ein bisschen reden üben. Wie sie flitzt! Und was ich auch ganz wertvoll fände... die könnte mit dem Max Spaß haben. Denn der Beruf, den der Max da angefangen hat, der ist sehr unspaßig. Da kommen die normalerweise, Jenny ist schon wieder da, kommen die total unverspaßt nach Hause und es ist ja gar nicht so einfach, dann genug Spaß zu kriegen. Dann hüpft er mit seiner Freundin einmal, mit seiner Frau einmal in die Kiste, kleines Techtelmechtel und der Spaß ist gesichert. Ja, und darum denke ich, werde ich den Max heiraten lassen und ich weiß auch schon wen, nämlich eine Jugendfreundin von ihm, die er auch schon öfters mal eingeladen hat. Eine, die ich vor längerer Zeit, als der Jens noch ein Teenie war, selbst gemacht habe für den Jens und jetzt denke ich, ist die richtige für den Max. Aber ich mache jetzt mal einen Cut und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!